Auch wenn das so aussieht, als ob ich euch heute eine Buddel Shampoos mitgebracht hätte, hier steckt das OnePlus 7T Pro in der McLaren Edition drin und die packen wir jetzt einmal zusammen aus. Ja, das OnePlus 7T Pro, packen wir das einmal aus. Wir sehen schon hier so ein bisschen so eine Carbonstruktur und die Verpackung natürlich nicht irgendwie orange, sondern Papaya Orange. So, noch kein Telefon in Sicht. Aber hier kommt es schon. Hier ist jetzt noch so ein bisschen der typische Invitation Letter drin und noch so ein bisschen Krempelkrams, mit dem wir uns jetzt nicht beschäftigen. Hier drunter haben wir ein ziemlich dickes Ladegerät. Das ist auch irgendwie 25% schneller als Warp Charge 30. Ich meine, in 30 Minuten so zwischen 60% und 70% lädt das nach. Also auch hier schnell. Ich meine, steht McLaren drauf, das muss schnell sein. Und dann kommen wir mal hier zum Kernstück. Wir sehen auch ein extrem schnelles Ladekabel, weil die normalen Ladekabel von OnePlus sind rot und auch hier gibt es exklusiv in Papaya Orange. Wenn euch jetzt schon das Wasser im Mund zusammenläuft, dann sei euch gesagt, der Aufpreis zu einem normalen OnePlus 7T Pro ist nur 100 Euro. Ich glaube, das ist auch die Resell-Verpackung, bin mir dann aber nicht hundertprozentig sicher, aber das ist schon ein Erlebnis und hier haben wir jetzt das Gerät. Die technischen Unterschiede sind relativ gering. Wir haben anstatt 8 GB 12 GB Arbeitsspeicher. Das macht insofern Sinn, als wir ja bei OnePlus diese Smart Boost-Funktion haben, wo Funktionen in den Zwischenspeicher geladen werden und dadurch dann noch schneller sind, wenn man sie startet. Das heißt, dieser riesen Arbeitsspeicher, da hat man auch was von. Das ist aber die eigentlich einzige der einzige technische Unterschied, den wir haben. Aber große Unterschiede gibt es natürlich beim Design. Jetzt gar nicht so auf der Vorderseite. Hier sehen wir schon so ein bisschen hier den orangenen Knopf. Aber hier auf der Rückseite wird es natürlich besonders interessant. Ich weiß jetzt nicht genau, ob die Kamera das so einfangen kann. Denn je nachdem, wie ich das Gerät halte, mal ist es nur schwarz und mal sieht man hier so eine etwas abenteuerlich wirkende Struktur, so eine Mischung aus, weiß ich nicht, Drahtgeflecht, Marmor, was es aber in Wirklichkeit ist, es soll so eine Carbonstruktur nachahmen. Und diese Carbonstruktur findet ihr auch beim McLaren Speedtail. Das ist so ein Supersportler für 2 Millionen Euro plus Steuern mit 1050 PS. Das ist ein Hybridrenner mit entsprechender Systemleistung, V8 und Elektromotor. 12,8 Sekunden, nicht von 0 auf 100, nicht von 0 auf 200, von 0 auf 300. Und dann geht es noch bis 403 km/h weiter. Und der hat ein Lenkrad mit so einer Carbonstruktur. Und die findet ihr hier wieder. Schöne Geschichte, wenn man irgendwo in einer Kneipe sitzt und jemand fragt, hey, was ist das denn eigentlich? So, dann gucken wir noch mal auf der Rückseite weiter. Was man nämlich auch noch erkennen kann, ist, wir haben hier unten so ein, natürlich in Papaya Orange, so ein Streifen, der aber sich so nach hier oben so ein bisschen ausblendet. Und im Gegensatz zum normalen OnePlus ist diese Rückseite also eher glatt. Das OnePlus 7T Pro hat sonst so eine matte Oberfläche, was ich ganz gut finde. In diesem Fall, weil das so extrem spacig aussieht, würde ich sagen, könnte ich mal auch eine glatte Rückseite nehmen. Wir haben aber tatsächlich noch gar nicht alles gefunden, was im Karton ist, obwohl das so aussieht. Nämlich, hier hinten geht das auch noch weiter, denn für die 100 Euro Aufpreis bekommt ihr nicht nur mehr Arbeitsspeicher, ein exquisites Design mit ganz viel Papaya Orange, sondern auch noch diese schöne Hülle, womit ihr dann eure famose Carbonstruktur einfach verstecken könnt. Und dann sind die anderen Leute vielleicht nicht mehr ganz so neidisch, wobei auch hier steht noch McLaren drauf und OnePlus. Ja,
schönes Paket hier, so ein bisschen mit Alcantara, hier an der Seite so griffig gummiert in Carbon-Optik. Das macht schon viel Spaß. Wie gesagt, die technischen Unterschiede sind ansonsten überschaubar. Aber wenn man Fan ist von OnePlus und auch was für Autos über hat und dann sagt, meine Güte, jetzt kaufe ich mir schon ein Gerät für 759 Euro, und dann sind vielleicht diese 100 Euro dafür, dass man was ganz Exklusives hat, könnten einem das auch noch wert sein. Ich hätte Verständnis dazu, und ihr könnt ja mal spaßhalber dieses Design und den dünnen Rand und die Größe vom Display und so mal mit dem iPhone vergleichen und dann gucken, wo man vielleicht mehr fürs Geld bekommt. Ich glaube, für OnePlus-Fans eine ganz tolle Sache und mal wieder ein schöner bunter Karton.